Hallo und willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf meinem Kanal. Und heute eine Collectors Edition. Ich habe mir heute geholt im Mediamarkt, war ich vorhin da, habe gesehen, oh cool, Flash Gordon. Ich habe mal einige Trailer davon gesehen. Die sind da richtig trashig. So aus den 70ern ist der Film, glaube ich. Und da habe ich dann noch das Steelbook gesehen. Das kostete 40 Euro. Und diese Edition hat mir jetzt 32,99 gekostet. Und da habe ich geguckt auf eBay. Oh, die kostet auf eBay 50 Euro, 60 Euro. Und da habe ich dann gedacht, gut, dann nehme ich jetzt die so mit. Und der Trailer und so hat mir ja richtig gut gefallen. Das ist jetzt hier die Collectors Edition. Die kam diesen Monat raus im September. Im restauriert in 4K mit 4 Disc. Mit dem Soundtrack von Queen steht hier. Doku, Booklet, Original Comic Trip, Trash Patch, Poster, Art Cards und brandneue Extras. Geil. Also so eine Edition, Alter. Und dann zu dem Preis hier ist auch eigentlich ganz gut, finde ich. Mit 4 Disc und so und 4K Master. Da haben wir hier die Rückseite. Und da können wir schon mal sehen, also erstmal, um was es in dem Film eigentlich geht. 40 Jahre Flash Gordon, der knallbunte Science-Fiction-Trip, legendäre All-Star. Also, ich wollte eigentlich mit euch mal die ganzen Extras angucken. Warum stellt ihr das nicht scharf? Hallo? Hallo? Also die Extras, also die erste Blu-ray ist, ist der Hauptfilm. Steht hier, jetzt ist es scharf. Denn hier, die dritte Disc ist die Dokumentation in 94 Minuten Lauflänge. Und dann gibt es Blu-ray Disc 2 mit Interviews. Und hier, Disc 4, Bonus-CD, Soundtrack mit der Musik von Queen. Geil, Alter. Queen finde ich auch richtig gut. Wie ein Märchen einer Diskothek über den Wolken. Geil. Also ich habe den Film noch nicht gesehen, ich habe nur Trailer gesehen. Und das ist eigentlich, ich glaube ich, auch richtig für mich, der Film. So, hier oben war es ein bisschen auf im Mediamarkt, hier war es ein bisschen auf. Aber ich habe gesehen, es ist keine Beschädigung, weil ich habe schon Unboxings gesehen. Da war der Pappschuber zum Beispiel beschädigt. Oh! Das habe ich jetzt nicht gesehen vorher. Diese Stelle hier. Oh, shit. Nein. Das ist nicht gut. Hier oben hat es eine Beschädigung. Das habe ich im Mediamarkt nicht gesehen. Das hier oben, diese Delle hier, das habe ich im Mediamarkt nicht gesehen. Mal gucken, ist hier noch irgendwas dran? Oh, und hier unten ein bisschen abgeschürft. Hier unten ist ein bisschen abgeschürft. Das Cover ist eigentlich ohne Beschädigung. Aber okay, gucken wir uns mal das Cover an. Das finde ich richtig geil. Hier mit dem Bösewicht und hier Flash Gordon mit einem riesen Schwert, Alter. Mit dem Goldschwert. Und hier die Stadt im Hintergrund. Und hier die Leute, die, guck mal hier, die haben so Flügel dran. Die fliegen erstmal durch die Gegend rum. Geil, Alter. Das Ganze ist von Studio Kanal. So, gucken wir uns das mal an hier. Und der Pappschuber, der ist ganz schön dünn. Also. Darum ist das hier oben auch beschädigt, weil das so eine dünne Pappe ist. So eine dünne Pappe ist das. So sieht die aus, der Pappschuber. So, dann geht's los. Hier haben wir erstmal, was ist das jetzt hier? Achso, das Collectors Edition Booklet. Okay, das gucken wir uns erstmal an. So, mal gucken, ist das auf Deutsch? Hier, die Schauspieler, wer gespielt wurde, Flash Gordon. Sam J. Jones und so. Die Crew. Als Booklet finde ich auch geil. Wie in dem Mediabook zum Beispiel. Und das ist Booklet, ist es auf Deutsch. Flesh in the Pain. Viel Text, Produktionsgeschichten. Geil. Kann man sich alles schön durchlesen. Hier ein paar Notizen, also so Skizzen vom Dreh. Gefällt mir richtig gut.
Jetzt muss mir nur noch der Film richtig gut gefallen. Den gucke ich ja heute Abend gleich an. Das ist anscheinend der Bösewicht. Hier sind die ganzen Darsteller in dem Film. Hier steht Auszüge aus dem Original-Pressekit. Ah, das sind Auszüge aus dem Original-Pressekit von 1980. Cool. Das ist doch cool. Okay. So, das war das Booklet. So, dann haben wir hier. Das ist das Comic oder was? Ne, auch kein Comic. Was ist das? The Official Story of the Film. Exklusiv Minibook. Ah, das ist ein Minibook. Gehen wir mal schnell durch. Okay, das ist jetzt ein Minibook. Also so Bilder und so. Okay, das sind jetzt Bilder. Nur Bilder. Das andere war ja auch das Booklet. Mit viel Text. Okay, das passt auch. Das gefällt mir auch. Also der Film soll Kult sein. Kultfilm aus den 70ern. Oder 80er. Boah, gefällt mir auch richtig gut. Ach, und hier ist denn das Original. Das Original-Booklet. Das waren Auszüge aus dem Booklet. Also aus der, wie heißt das? Minibook. Das war es jetzt. So, und hier haben wir jetzt den Comic. Geil, Alter. Ein Comic, Alter. Cool. Cool, ein Comic, Alter. Auf Englisch. Hier, so sieht das aus. Das Comic. Das war, glaube ich, früher ein Comic. Und da wurde dann verfilmt. So sieht das mir aus hier. Oh, mit Dinosaurier hier. Seht ihr auch im Film? Das wäre cool. So, cool. Cooles Comic. Kleine Schrift. Cool. Gefällt mir auch richtig gut. So ein schönes Comic, Alter. Hier. Original Comic Book Strip Extrakt vom 7. Januar bis 25. März 34. Ah, das ist aus 34, das Comic. Aus dem Jahr 34. So, jetzt haben wir hier das geile Digi-Pack. Du Digi-Book. Guck dir das mal an. Hier ist erstmal ein Aufnäher. Ein Aufnäher. So, und hier. Oh, hier haben wir noch was. Ah, so Karten hier, Postkarten. Oder was soll das sein? Ne, keine. Oh doch, kann man aus Postkarten nehmen. Hier haben wir das erste Bild. Cool. Dann haben wir hier. Okay. Das sieht auch cool aus. Okay. Auch cool. Und hier haben wir ein Poster. Schickes Poster, hoffe ich doch mal. Hier so ein Poster. Ein Poster. Cool. Das Cover von. Das Bild, das Coverbild von dieser Collectors Edition. Was kriegt er nicht zusammen? Toll. Okay, so. So, und da haben wir hier das Digipack, Alter. Also erstmal hier Flash Gordon. Das sind hier die Disc. Hier haben wir erstmal die Blu-ray. Das soll ja 4K Master sein. 111 Minuten, FSK 12. Okay, da liegen Bilder dahinter. So, dann haben wir hier Special Features auf Blu-ray. Also die Discs sehen sehr schick aus. Guckt mal hier, das ist zum Beispiel dieses. Die Blu-ray sehen schick aus. So, und dann haben wir hier. Was haben wir hier? Ah, das ist die Dokumentation. Live After Flash. Die 90 Minuten geht. Die Doku. Cool, Alter. Werde ich mir gleich nach dem Film gleich mal anschauen. So, wie kriegen wir jetzt die CD raus? Okay. Und das ist nun der Soundtrack vom Film. Musik bei Queen. Hier mit schönen Liedern drauf. 18 Titel, Alter. 18 Titel. Cool. Gefällt mir. Queen mache ich ja sowieso. So, erstmal alle Discs wieder schön rein erstmal machen. Und ich hoffe doch mal, dass der Film mir auch gut gefällt.
so wie diese Edition. Nicht, wenn das nur geile Edition ist oder Film nicht so gut. Aber ich gehe da positiv ran. Die Trailer haben mir ja gut gefallen. Ach so, das habe ich jetzt vergessen. Das ist ja. Du machst die CD schnell rausholen. Und dann gibt es ja noch hier die Bilder. Die sind auch noch da drin. Richtig schicke Bilder. Oh, geil. Und die andere Seite auch, Alter. Hier, das ist die andere Seite. Geil, geil, geil. Gefällt mir. Schöne, schicke Bilder. Cool. Okay. Aber das Digipack ist ein bisschen lapprig so. Ein bisschen lapprig. Guck mal, ganz schön dünn. Hoffe ich hält das auch eine Weile. So, mach die Disk wieder reinmachen. Doku. Dann der Hauptfilm kommt dahin. Und hier haben wir die Special Features. So, mal alles schön zusammen machen. So. Hier. Ja, die ganzen Bücher. Denn das fette Digipack. So ein Aufnäher. Und hier haben wir die Postkarten. Hier haben wir Postkarten. Und ein Poster. Genau. Und hier ist dann noch der Pappschuber. Okay. Okay, liebe Leute. Danke, dass ihr das Video geschaut habt bis zu diesem Punkt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wann immer ihr dieses Video schaut, ob morgens, nachmittags oder abends. Wer keinen Kanal noch nicht abonniert hat, könnt es gerne machen, um kein weiteres Video zu verpassen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.